Wir wenden uns wieder unserem Radfahrer zu. Er plant ja, über einen Gebirgspass zu fahren und hat deshalb das Gebirgsprofil als Funktion f von x dargestellt. Er setzt in diese Funktion einen Streckenkilometer für x ein und die Funktion sagt ihm dann, auf welcher Höhe er sich an dieser Stelle befindet. Also x, die Streckenkilometer, wo bin ich gerade? Und f von x, also y, Höhenmeter, wie hoch über dem Meeresspiegel befinde ich mich an der Stelle x. Und mit f' von x kennen wir ja ein sehr wertvolles Instrument. Darüber, über diese Ableitung, kann der Radfahrer die Steigung der Funktion an der Stelle x herausfinden. Er weiß also, wie steil es gerade ist. Ist die Steigung positiv, geht es hoch, je höher, desto mehr. Und ist die Steigung negativ, geht es runter, je höher der negative Wert der Steigung, desto steiler geht es hier bergab. Und zusätzlich können wir diese Ableitung nochmal ableiten und f2' von x bilden. Diese zweite Ableitung gibt uns noch weitere nützliche Informationen über die Funktion. Sie gibt an, wie sich die Steigung ändern wird, also die Steigung der Steigung. Wird die Steigung zunehmen, wenn ich weiterfahre, wird es also noch steiler, dann ist die zweite Ableitung positiv. Oder wird es weniger steil, beziehungsweise geht es steiler bergab, dann wäre die Steigung der Steigung und damit die zweite Ableitung negativ. Und diese Instrumente kann unser Radfahrer nun einsetzen, um die Funktion, also sein Gebirgsprofil, zu untersuchen. Welche Punkte interessieren ihn dabei? Nun, erstmal sind da die Nullstellen zu nennen. Also wo ist die Höhe gleich 0? Wann sind wir auf Höhe des Meeresspiegels? Mathematisch gesprochen, wo ist f von x gleich 0? Besonders wichtig sind dann natürlich noch die Extremstellen, also Maxima und Minima. Wann hat der Radfahrer einen Gipfel erreicht? Wann hat er ein Tal erreicht? Und mathematisch gesprochen, wo ist f' von x gleich 0? Warum, werden wir gleich sehen. Und schließlich noch Steigungsprofile und Wendepunkte. In welchen Abschnitten wird es immer steiler und in welchen immer flacher? Und an welchen Stellen wechselt so ein Profil möglicherweise? Mathematisch fragen wir uns, wo ist f2' von x größer als 0? Also wo ist unsere Funktion konvex? Und wo ist die Funktion konkav? Also f2' von x kleiner als 0. Und schließlich noch, wo ist f2' von x gleich 0? Denn da haben wir einen Wendepunkt. Die Funktion wendet von konkav zu konvex oder umgekehrt. Aber der Reihe nach. Beginnen wir mit den Nullstellen der Funktion. Wir fragen uns jetzt, an welcher Stelle, also auf welchem Streckenkilometer x, befinden wir uns auf Höhe des Meeresspiegels. Heißt, wir wollen wissen, wo der Funktionswert y, der sich aus f von x ergibt, 0 ist. Und damit haben wir bereits unsere Aufgabe. Wir setzen f von x gleich 0 und suchen alle x, für die dies erfüllt ist. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten. Manche Funktionen haben mehrere Nullstellen, manche haben eine, manche haben gar keine. All das werden wir feststellen, wenn wir die Gleichung für f von x gleich 0 aufgestellt und dann aufgelöst haben. Und sehr ähnlich gehen wir bei Extremstellen vor. Dort nehmen wir die erste Ableitung und setzen sie gleich 0 und suchen dann wieder die x-Werte, die diese Gleichung erfüllen. Dies wird uns dann alle Kandidaten für potenzielle Hoch- und Tiefpunkte geben, also für potenzielle Gipfel und Täler. Aber warum? Nun, schauen wir uns doch einfach an, was an allen Stellen der Fall ist, an denen f' von x ungleich 0 ist. Da haben wir ja entweder einen positiven Wert für f' und somit steigt unsere Funktion, heißt für unseren Radfahrer, es geht bergauf. Oder f' ist negativ und die Steigung ist negativ. Unser Radfahrer kann sich bergab rollen lassen. Wenn das nun aber so ist, es also entweder bergauf oder bergab geht, können wir ja nicht auf einem Gipfel oder in einem Tal sein. Denn wenn es weiter bergauf ginge, hieße das ja, wir würden an einem höheren Punkt herauskommen, wenn wir weiterführen und dann wären wir ja nicht am Gipfel. Und dasselbe gilt für eine Talsohle. Wenn es von dort aus weiter bergab geht, können wir nicht am niedrigsten Punkt, also nicht im Tal sein. Und damit haben wir die erste Bedingung für eine Extremstelle, also für ein Maximum oder ein Minimum. Nur wenn f' von x gleich 0 ist, also es weder bergauf noch bergab geht, können wir einen Hoch- oder Tiefpunkt überhaupt haben. Dies ist die sogenannte notwendige Bedingung für eine Extremstelle. Wir setzen also f' gleich 0 und bekommen durch das Auflösen der Gleichung alle x-Werte, die für ein Maximum oder Minimum in Frage kommen. Wenn wir solche potenziellen Extremstellen gefunden haben, sind aber noch einige Fragen offen. Deshalb heißt es nur notwendige Bedingung. Heißt, diese Bedingung f' von x gleich 0 muss erfüllt sein, damit ein Punkt überhaupt als Maximum oder Minimum in Frage kommt. Allein mit dieser Bedingung können wir aber nicht hinreichend sicher sein, dass wir wirklich eine Extremstelle haben. Deshalb müssen wir die hinreichende Bedingung noch prüfen. Warum? Nun, es kann auch Stellen geben, an denen die Ableitung und damit die Steigung 0 ist, die aber kein Gipfel und kein Tal sind.
In diesem Fall hätten wir einen sogenannten Sattelpunkt. Unser Radfahrer fährt also bergauf und erreicht einen Punkt, an dem es kurzzeitig nicht weiter bergauf geht. Er denkt vielleicht auch kurzzeitig, dass er auf einem Gipfel angelangt ist. Allerdings muss er dann, kurz darauf, feststellen, dass es nun doch weiter bergauf geht. Um einen solchen Sattelpunkt ausschließen zu können, müssen wir prüfen, ob f2' von x an diesen potenziellen Extrempunkten ungleich 0 ist. Denn wenn das so ist, haben wir hinreichende Sicherheit, dass es sich wirklich um eine Extremstelle handelt. Und wenn sie gleich 0 ist, dann haben wir so einen Sattelpunkt. Aber die zweite Ableitung sagt uns noch mehr. Denn ist sie positiv an einer potenziellen Extremstelle, wissen wir, dass es sich um ein Minimum handelt. Unser Radfahrer also ein Tal erreicht hat. Und wenn sie negativ ist, wissen wir, dass wir uns auf einem Gipfel befinden, also dass wir ein Maximum unserer Funktion haben. Um herauszufinden, warum das so ist, müssen wir uns die zweite Ableitung nochmal genauer ansehen. Die zweite Ableitung, also die Ableitung der ersten Ableitung, sagt uns, wie sich die Steigung der Funktion ändert. Ist sie positiv, steigt die Steigung. Es wird also steiler und steiler, je höher x ist. Das ist zum Beispiel bei der Funktion f von x gleich x Quadrat der Fall. Da ist die Ableitung, wie wir wissen, ja f' von x gleich 2x. Und damit ist die zweite Ableitung gleich 2. Und 2 ist größer 0 und das sagt uns, dass die Steigung immer weiter steigt, je höher x ist. Unser Radfahrer würde also einen Berg hochfahren, der immer steiler wird. Umgekehrt wäre es bei einer Funktion wie f von x gleich minus x². Hier ist die Ableitung ja f' von x gleich minus 2x und die zweite Ableitung ist minus 2. Und das sagt uns dann, dass die Steigung immer kleiner wird. Also bei einer bereits negativen Steigung, wenn es bergab geht, bedeutet dies, dass es immer steiler und steiler hinunter geht. Die Steigung wird also kleiner oder mehr negativ. Der Radfahrer kann sich also immer schneller rollen lassen. Und nun nehmen wir doch mal potenzielle Extremstellen in den Blick. Fangen wir mit einem Maximum, also mit einem Berggipfel an. Hier ist es zwangsläufig so, dass die Steigung immer kleiner wird, je näher wir an den Gipfel kommen. Erst ist es steil, aber wenn wir weiterfahren, wird es immer flacher und flacher und die Steigung sinkt, bis wir am Gipfel sind und die Steigung dann bei 0 angekommen ist. Also wird es zum Gipfel hin immer weniger steil und nach dem Gipfel geht es dann bergab. Die Steigung wird negativ, erst ein bisschen und dann immer mehr, es geht immer steiler bergab. Und wir wissen, dass das bei jedem Maximum, also bei jedem Gipfel so sein muss. Und deshalb wissen wir, wenn wir für einen x-Wert herausgefunden haben, dass die Steigung f' von x gleich 0 ist und wenn die zweite Ableitung kleiner als 0 ist, dann haben wir hinreichende Sicherheit, dass es sich um ein Maximum handelt. Und umgekehrt wissen wir, dass es sich beim x-Wert, der f' von x gleich 0 erfüllt, um ein Minimum handeln muss, wenn f2' von x größer als 0 ist. Wenn sich unser Radfahrer der Talsohle nähert, geht es immer weniger steil bergab. Die Steigung wird also immer weniger negativ, dann wird sie 0, wenn wir im Tal sind, und danach geht es wieder bergauf. Also wissen wir, es liegt ein Minimum bei x vor, wenn f' von x gleich 0 ist und wenn gleichzeitig f2' von x größer als 0 ist. Für solche Bereiche, in denen f2' entweder größer oder kleiner als 0 ist, haben wir auch Namen. Wir nennen eine Funktion in einem Abschnitt konvex, wenn dort gilt, dass die Steigung zunimmt, also wenn f2' von x größer 0 ist. Und wir nennen sie konkav, wenn die Steigung abnimmt, also wenn f2' von x kleiner als 0 ist. Man kann die Frage, ob eine Funktion konkav oder konvex ist, auch grafisch beantworten. Ist die Funktion konvex, liegt eine Sekante, also die Verbindungslinie zwischen zwei Punkten oberhalb der Kurve, und liegt die Sekante hingegen unterhalb der Kurve, dann ist die Funktion konkav. Ein Minimum kann also nur im konvexen Bereich einer Funktion liegen, während ein Maximum im konkaven Bereich liegen muss. Kleiner Merksatz, eine Funktion ist konvex, wenn sie aussieht wie ein V, und konkav, wenn sie aussieht wie ein A. Und jetzt liegt die nächste Frage auf der Hand. Was, wenn f2' von x gleich 0 ist? Nun, dann haben wir einen Wendepunkt. Dort wechselt unsere Funktion von konkav zu konvex oder umgekehrt, denn hier erreicht unsere Steigung, also f' von x, ein Maximum oder ein Minimum. Für unseren Radfahrer sind das die Punkte, wo es am steilsten ist. Entweder am steilsten bergauf oder beim Minimum der Steigung am steilsten bergab, also beim höchsten negativen Wert. Wenn also die zweite Ableitung gleich 0 ist, haben wir die notwendige Bedingung für eine Extremstelle unserer Ableitung, also für ein Maximum oder Minimum unserer Ableitungsfunktion.
ganz sicher, also hinreichend sicher über einen Wendepunkt, also ein Maximum oder Minimum unserer Steigungsfunktion, wären wir dann aber nur, wenn die dritte Ableitung ungleich 0 ist, denn das ist dann ja die hinreichende Bedingung für eine Extremstelle von f'. Und auch der Sattelpunkt, den wir vorhin besprochen haben, ist ein Wendepunkt und der hat nun die besondere Eigenschaft, dass dort auch die Steigung, also die erste Ableitung gleich 0 ist. Das heißt, für einen Sattelpunkt haben wir dann die Bedingung, dass f' von x gleich 0 sein muss und f2' von x gleich 0 sein muss, während die dritte Ableitung f3' von x ungleich 0 ist. Also, wir kennen nun die Bedingung für die interessanten Punkte unserer Funktion, die wir in unserer Kurvendiskussion dann abarbeiten. Wir suchen jeweils die x, also die Stellen unserer Funktion, die diese Bedingungen erfüllen. Also eine Nullstelle haben wir, wenn f von x gleich 0 ist. Potenzielle Extremstellen finden wir über die notwendige Bedingung, nämlich f' von x gleich 0. Diese potenziellen Extremstellen prüfen wir dann über die hinreichenden Bedingungen mit der zweiten Ableitung. Ist f2' von x kleiner als 0, haben wir ein Maximum. Unsere Funktion ist konkav. Und ist f2' von x größer 0, ist die Funktion konvex und wir haben an dieser Stelle ein Minimum. Und bei f2' von x gleich 0 haben wir Wendepunkte. Die Funktion wechselt also von konkav zu konvex oder andersrum. Sicher sind wir darüber aber erst, wenn die dritte Ableitung ungleich 0 ist. Und einen Sattelpunkt haben wir, wenn wir einen Wendepunkt mit f' von x gleich 0 haben.